Wie kann man in Minecraft einen Dorfbewohner zombifizieren, ihn anschließend heilen und so Trades bekommen, die nur einen Smaragd kosten? All das erkläre ich dir in diesem Video. Moin, mein Name ist Dico der Profi. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft. Wir kümmern uns heute um die Trades und zwar darum, dass es günstiger wird. Wir haben ja in der letzten Folge einmal eben hier die ganzen Leute vermehrt. Ich habe auch ein bisschen weitergemacht. Und komischerweise sind aus den zwei Wüstenbewohnern irgendwann die Normalos rausgekommen, was ganz komisch ist. Eigentlich sollten die dann immer Wüstenbewohner sein. Keine Ahnung, was da passiert ist. Egal, wir kümmern uns darum, dass die Trades heute bedeutend günstiger werden und dafür brauchen wir eine Zombifiziermaschine quasi. Und die werden wir uns mal zusammenklöppeln. Ich habe hier hinten schon mal so ein bisschen ausgebaut, ne? Hier haben wir unseren Bibliothekar noch und hier haben wir noch unseren Bogenmacher bzw. Pfeilemacher. Und am besten kriegen wir hier heute einen Trade raus, der ein Stick ist zu einem Smaragd. Das wäre mega gut. Ich hoffe, das funktioniert. Wie gesagt, ich habe hier ein bisschen was vorbereitet und wir bereiten uns jetzt auch vor. Wir brauchen heute zwei Pistons. Einen setzen wir hier hin und einen setzen wir hier unten hin. Hier in diesem Loch wird später der Zombie sein und hier wird unser Villager draufstehen. Das Ding lassen wir erstmal so, wie es ist. Hier unten setzen wir noch einen Slab rein und hier oben setzen wir auch einmal einen Slab rein. Oder rauf. Dann einmal einen Hebel daneben und auch einmal den Hebel können wir hier weglassen. Der wird weggespült, weil ich werde mit Wasser arbeiten, kurz. Das ist im Prinzip die Vorrichtung. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch einen Zombie. Das wird tatsächlich der nervige Teil sein, aber es wird schon Nacht. Das heißt, ich hoffe, wir haben einfach Glück und kriegen direkt einen Zombie. In der Zwischenzeit können wir schon mal einen Name-Tag vorbereiten. Denn damit der Zombie nicht wegspawnt, müssen wir ihn am besten benennen. Dafür nutzen wir unser letztes Name-Tag. George! Ich nenne ihn einfach George. Weiß ich auch nicht, George der Zombie. Passt mir ganz gut aktuell. Oh, jetzt müsste noch ein Zombie spawnen und dann könnten wir auch loslegen. So, da haben wir einen, der hat Bock auf uns. Den nehmen wir mit. So, komm George, du wirst bald George heißen, jetzt komm mit. Ich brauche dich, ich habe Großes mit dir vor. Du musst dafür sorgen, dass ich Trades bekomme, die sehr, sehr günstig sind. Sehr schön, ja, nee, nicht umdrehen. Du kommst jetzt hier schön mit rein. Schön, ja, weiter, noch ein Stück. Schön, dass er so auf uns fokust. Ich laufe jetzt einmal hier hinten rein. Und versuche ihn hier hinten erstmal reinzubekommen, so ein bisschen zu locken. Er wird mich jetzt gleich einmal hitten, wahrscheinlich. So, Wasser hier einmal hinsetzen. Er wird nicht weggespült. Okay, nächster Versuch. Er wird weggespült. Wir setzen das Wasser nochmal woanders. Er wird weggespült. So. Jetzt wirst du da aber reingespült, verdammt nochmal. Er sitzt unten drin. Haha! Ah, verdammt. Mein Fehler. Was sieht den besten? So, jetzt können wir theoretisch das Wasser wegnehmen. Und er kann sich zwar noch bewegen, aber er kommt da nicht mehr raus. Und so, eingesperrt. Tschüss. Den Pisten können wir auch entfernen. Ihn nennen wir jetzt einfach George. Er heißt jetzt George. Sehr schön, er kommt da jetzt nicht mehr raus. Ich frage mich aktuell, ob ich, wenn ich den Block jetzt wegnehme, ob er sich dann noch rausbewegen kann. Nö. Der ist fest. Der ist super fest. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das ist der Plan gewesen. Das ist jetzt Step 1 gewesen. So, wir bauen den Kladderadatsch mal zu. Also, hier kommt der Hebel daneben, damit wir das hier schön hoch und runter machen können. Das hatten wir schon gemacht. Hier können wir es offen lassen, damit wir hier hinkommen. Dann würde ich einfach hier vorne ein bisschen Glas hinsetzen. An beide Seiten, damit wir sehen, was mit dem Bewohner passiert und was mit dem Zombie ist. So, hinten können wir eigentlich soweit zumachen. Über den Hebel haben wir einfach auch nochmal einen Stein. Sehr schön, dann ist der auch geschützt. Wir kommen hier aber weiter ran und können den bewegen. Hier haben wir nochmal ein Tor hin, ein Zauntor, weil da geht das Wasser nicht durch. Sehr schön, dann kann uns nämlich der Hebel nicht weggespült werden. Das soll es hiermit soweit gewesen sein. Sehr gut, jetzt können wir uns theoretisch mal hier so einen Bogenmacher holen, weil da würde ich ja ganz gerne den Trade haben. Ich hau hier schon mal ein Boot vorne hin und nehme jetzt mal den Tisch weg, damit er hier hoffentlich gleich rausrennt und ins Boot einsteigt. Sehr schön, da ist er drin. Wir fahren rüber zu unserer Station. Das Problem ist jetzt, dass das hier nur 2 hoch ist und dadurch kriegt der Dorfbewohner Schaden. Das wollte ich eigentlich noch einmal da runter machen. Das solltet ihr auch machen. Also 3 in der Höhe. Dann ist aber meine Falle wieder zu tief, beziehungsweise mein Zombie-Generierer. Ihr wisst, was ich meine. So, Boot weg. Er kriegt Schaden und rennt weg, aber jetzt wird er hoffentlich reingespült. Oder auch nicht, weil ich da hinten nochmal zumachen muss. Jetzt wird er aber reingespült. Oder auch nicht. Gut, offensichtlich muss ich noch ein bisschen mehr den Gang machen. Gut, Trial and Error. Wir haben jetzt hier mal zugemacht. Hier ist auch zu. Das Wasser setzen wir hier hin und spült ihn da hoffentlich rein. Er kann nirgendwo anders eigentlich hin. Gut. So, er ist ein bisschen zu fix für uns, aber ja, sehr schön, es funktioniert. So, Glasblock davor machen, er kann jetzt eigentlich nicht mehr abhauen, die Dorfbewohner. Dann können wir ihn theoretisch jetzt runterfahren und er würde zombifiziert werden. Aber wir wollen ihn auch heilen und dafür brauchen wir den Wurftrank der Schwäche und einmal einen goldenen Apfel. Den goldenen Apfel macht ihr folgendermaßen einfach hier rein, goldener Apfel in die Mitte, einmal Gold drumherum, ziggy zaggy, fertig.
Für den Wurftrank der Schwäche braucht ihr ein fermentiertes Spinnenauge und das bekommt ihr folgendermaßen. Dafür braucht ihr natürlich erstmal ein Spinnenauge und ihr braucht Zucker, das kriegt ihr aus Zuckerrohr und ihr braucht einen braunen Pilz. Den bekommt ihr aus dem Nether oder eben aus diesem Wäldchen hier mit den braunen großen Pilzbäumen. Und da müsst ihr ein bisschen Glück haben, dann droppen die. Ich habe jetzt zweimal das Glück gehabt, da fällt einer raus. Sehr schön. Könnt ihr also so auch machen, gibt es bestimmt auch noch effektivere Möglichkeiten? Fragezeichen. Einfach in die Kommentare schreiben. Dankeschön. Auf jeden Fall, wenn ihr die Sachen zusammen habt, einfach das Auge reinlegen, den Zucker reinlegen und einmal auch den Pilz mit reinlegen. Zack, habt ihr ein fermentiertes Spinnenauge. Damit könnt ihr dann zu eurem Braustand gehen. Da braucht ihr dann noch drei Wasserflaschen, die einfach reinlegen und euer fermentiertes Spinnenauge oben rein. Wenn das fertig ist, habt ihr den Trank der Schwäche. Jetzt braucht ihr aber noch den Wurftrank der Schwäche. Deswegen haut ihr nochmal ein bisschen Schwarzpulver oben rein, damit ihr das Ding auch werfen könnt. So, dann ist das auch fertig und theoretisch könnt ihr sogar noch Redstone oben raufpacken und das Ding nochmal ein bisschen verstärken. Machen wir einfach mal. Ich weiß nicht, ob das auch mit dem normalen Trank geht, aber zur Sicherheit. So, jetzt hält er 4 Minuten an und nicht mehr 3 Minuten. Nehmen wir einfach mal mit. Brauchen wir zwar nicht so viel, aber passt. Und was für uns noch ganz wichtig ist, ist, dass wir einmal die Schwierigkeit auf hart umstellen, beziehungsweise auf schwer, weil dann haben wir eine 100%ige Chance, dass dieser Dorfbewohner eben auch zum Zombie-Villager wird. Ansonsten liegt sie bei 50% und das wollen wir nicht. Wir wollen ihn ja behalten. Auf jeden Fall. So, wenn wir jetzt soweit fertig sind und sagen, es kann losgehen, dann gehen wir einmal hier runter, betätigen den Hebel, Der Zombie-Villager fällt runter, wird angegriffen und müsste zombifiziert werden. Es hat bei mir übelst geleckt, aber er ist zombifiziert. So, den jungen Mann können wir jetzt wieder hochfahren. Hallo. Oh, er hat Boots an, der Zauberte. Dieses Glas können wir einmal oben hier wegnehmen und wir können einmal den Wurftrank der Schwäche draufhauen. Der müsste wirken. Sehr schön. Und einmal den goldenen Apfel verfüttern. Jetzt zittert er vor sich rum und gleich müsste er dann irgendwann in einer kurzen Zeit sich wieder zurückverwandeln in einen normalen Villager. Beziehungsweise in den Pfeilemacher, den wir gemacht haben. Es ist ja ganz wichtig, dass er den Beruf behält jetzt für uns. So, sehr schön. Das hat jetzt 3,5 Minuten gedauert. Sehr, sehr gut. Den haben wir soweit fertig. Ganz wichtig, erstmal gucken wir jetzt... Oh, 26 will er haben? Das heißt, wir müssen es mit ihm öfter machen, damit wir einen richtig guten Trade bekommen. Gut. Abfahrt, Junge. Abfahrt. Sehr schön, ist wieder zombifiziert. Wir hauen den Wurftrank der Schwäche einmal drauf und geben nochmal einen goldenen Apfel rein. Gut, das läuft von alleine. Das machen wir jetzt ein paar Mal, bis der Trade so weit unten ist, dass wir da auf jeden Fall richtig gut die Smaragde rausziehen können. Was wir aber in der Zwischenzeit mal machen können, weil uns werden definitiv die goldenen Äpfel ausgehen, beziehungsweise die Äpfel an sich. Wir nehmen uns jetzt mal hier so einen Kollegen mit. Der erste, der reinspringt, kommt runter. Los, Leute. Freiwillige zuerst. Ich habe einen Job. Ich habe einen Job zu vergeben. So, Tschüssikowski. So, sehr schön. Er ist jetzt Bibliothekar auf einmal. Okay, das ändern wir gleich noch. Wir machen einmal hier dicht, weil wir haben ja gelernt aus der Vergangenheit. So ist es. Ja, geh da rein. Geh da rein. Da ist gut. Da ist komplett geh da rein. Herzlichen Glückwunsch. Ich brauche da oben noch Glas. Dann kannst du uns rüberspringen, wa? Ach, geh rein. Ich habe doch gerade gesagt, du kannst da nicht rüberspringen. Du wirst jetzt gleich zum Bauern. Ich sag's dir so, wie es ist. Kann aber nicht wahr sein, dass er sich hier den Job auswählt, wie er das möchte. Das Lesepult lassen wir mal so kurz weg. Weil es kann sein, dass wir noch nicht den Trade haben, den ich gerne haben möchte. Wir haben noch nicht den Trade, den ich gerne haben möchte. Das ist der Trade, den ich haben möchte. Für 1 Smaragd 6 Brot, das ist nämlich für uns schon mal sehr gut. Weil wir haben Smaragde und wir brauchen Brot zum Fortpflanzen. Und falls der mir jetzt gleich nicht auf dem Lehrlingslevel das gibt, was ich haben möchte, tauschen wir den aus. Ganz einfach. Komm, level mal ab eben. Yes, genau. Wir kriegen jetzt für 1 Smaragd hier 4 Äpfel bei ihm raus. Das ist genau der Trade, den wir haben müssen. Sehr schön, haben wir wieder was dazugelernt. Schön den Farmer anstellen. So, ich weiß gar nicht, ob wir so viele Äpfel brauchen, ehrlich gesagt, aber passt. 20 Sticks. Ja, Freund der Sonne. Abfahrt. Einzige, was uns jetzt als nächstes ausgeht, ist das Gold. Aber wir haben noch genug. Das passt doch schon mal herrlich. So, und dann machen wir mal noch ein paar goldene Äpfel hier hin. Wer weiß, wie oft der nette Herr nochmal da runterfahren muss, damit er uns endlich bessere Trades gibt. Trank der Schwäche. Apfel. So, er ist wieder soweit. 14. Das heißt, wenn wir ihn noch zweimal runterfahren lassen würden, dann hätten wir ihn auch soweit, dass er wirklich... Also 14 Sticks für einen Emerald ist ja heftig. Wir hatten vorher 32. Sehr, sehr gut. Lassen ihn aber mal kurz raus. Komm. Los. Junge, da ist nichts. Der will dich zombifizieren. Komm da raus, du Affe. Was ist denn? Sag mal, brennt der Helm oder was? Komm her hier. Komm ins Boot. Ins Boot. Du, ins Boot. Ja, sehr schön. So, Tschüssikowski. So, der ist einmal zwischengeparkt. So, ins Boot. Du jetzt ins Boot. Danke. Ich möchte natürlich zeigen, dass das mit dem anderen Typen auch noch geht und dass da die Trades eigentlich viel, viel heftiger runtergehen müssten als jetzt bei den Sticks. So, tschüss. So, einmal hier, einmal da. Ihr kennt das mittlerweile. Runa mit dir. Jetzt haben wir gar nicht geguckt, was er vorher gekostet hat. Irgendwas mit... Ach. Oh.
Das ist aber eine miese Rüstung, die du anhast, ey. Wurftrank der Schwäche. Goldener Apfel. So, sehr schön. Er ist fertig. Er braucht jetzt 13 Smaragde und ein Buch für Plünderung 3. Das heißt, ihn schicken wir noch einmal runter. Das kann nämlich manchmal sein, dass er eben zwei Anläufe braucht, bis das dann deutlich runtergeht. Er hat jetzt nur noch 4 Rüstung. Sehr schön. Also, er braucht jetzt einen Smaragd und ein Buch für Plünderung 3. Mega gut. Und wir können bei ihm auch für einen Smaragd Bücherregale bekommen. Das machen wir mal kurz, weil das ist auch super praktisch. Theoretisch müsste es gar kein Leder mehr holen, weil hier kommen 3 Bücher raus. Das heißt, wir testen das mal ganz kurz. Zack, ein Smaragd rein, ein Buch rein und wir bekommen hier tatsächlich Plünderung 3 für. Mega gut, wie das funktioniert. Kann wie gesagt sein, dass ihr teilweise das zweimal machen müsst, bis ihr eben diesen guten Trade rausbekommt. Aber so bekommt ihr die eben. Und ich werde das jetzt noch weitermachen. Auf jeden Fall mit allen Bibliothekaren, die ich haben möchte, damit ich immer jeweils das richtige Buch hier habe, was ich auch haben möchte zum Verzaubern. Und ich werde das noch mit dem Waffenschmied machen, mit dem Rüstungsschmied und auch mit dem Werkzeugschmied quasi. Weil dann bekommen wir nämlich für einen Emerald einen Teil einer Dia-Rüstung, bekommen ein Dia-Schwert für einen Smaragd und wir bekommen auch Dia-Werkzeuge für einen Smaragd. Mega, mega gut. Ich habe euch auch nochmal alle Links, die ich benutzt habe, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da findet ihr auch nochmal die Listen zu den Berufen und wie ihr was umwandeln könnt. Vergesst auf jeden Fall nicht wieder die Schwierigkeit umzustellen. Das ist ganz wichtig, dass die auf Hard steht, damit ihr die eben zombifizieren könnt und sie nicht sterben. Ansonsten war es das von mir. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns am Montag wieder, denn da gehen wir in die Festung und betreten das End. Bis dahin und ciao.